Ja, da ist der Eingang. Das hier ist die Lagerhalle. Hier werden alle möglichen zu bedruckenden Platten gelagert und aufbewahrt und ja. Ja, und auch Reste der Platten, die noch vorhanden sind, die man noch wiederverwenden könnte, sind auch noch dort hinten zu sehen. Ja, und dann ist das hier die Lackiererei. Lackiererei? Ja. Mhm. Also das hier ist die Schlosserei. Leider können wir nicht bei vielen Arbeitsprozessen dabei sein, dadurch, dass es einfach sehr gefährlich sein könnte. Das ist unser erster Versuch und wie man sieht, man sollte immer nicht diese Trägerfolie, das ist die untere, einschneiden, was bei mir leider passiert ist. Und so sollte es nicht aussehen und so sollte es aussehen, dass man eben nur diesen Aufkleber hier schneidet und nicht die Folie. Also die Inlays sind jetzt ja stehen geblieben, also die Inlays sind, ist das Innere von den Buchstaben, zum Beispiel D und R, und die muss man jetzt noch rausmachen. Falls die Folie zu groß ist, wie hier zum Beispiel, kann man die einschneiden, so damit man auf der sicheren Seite ist und nicht aus Versehen irgendwie zu viel abzieht oder auch im Gitter. Genau, man muss einfach vorsichtig sein, dass wenn es Ecken oder Kanten gibt bei den Aufklebern, die draufbleiben sollen auf der Folie, dass man die dann vorsichtig herauslöst und die festhält. So, das kann auch passieren. Das sollte nicht passieren, dass der Aufkleber, wenn man ihn abzieht, dann leider festklebt, da was von dem, was man noch braucht. Ja. Fail.